Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Conan Exiles, natürlich ein Guide. Ja, nachdem wir im Großen und Ganzen alles abgehandelt haben, werden wir jetzt noch ein paar einzelne Waffen und Werkzeuge uns besorgen, die der neue Kriegstreiber-Patch uns ins Spiel gebracht hat, um euch zwei neue Waffen bzw. ein neues Werkzeug direkt vorstellen zu können, müssen wir gar nicht weit reisen. Wir besuchen einfach den Bau, welcher sich hier in diesem Bereich befindet. Man erkennt es auch sehr gut an diesen vier orangenen Krallen. Das ist der Hauptbereich der sogenannten Werhyänen. Werhyänen sind nichts anderes wie Werwölfe, und zwar ein Mensch-Hyäne-Hybrid, die durch eine besondere Verehrung von Jabal Zahak, einer tierischen, sehr prähistorischen Gottheit, dazu übergegangen sind, sich zwischen Mensch und Werhyäne hin und her verwandeln zu können. So viel zum geschichtlichen Aspekt. Allerdings gibt es jetzt seit dem letzten Patch eine Besonderheit, und zwar hier in dieser Arena können zwei Bossarten auftauchen. Beide sehen relativ identisch aus, haben allerdings unterschiedliche Namen. Der eine nennt sich Claw und der andere Rook. So, allerdings, wir bekommen ja hier in der Regel keine Namen angezeigt, beziehungsweise höchstwahrscheinlich haben es die wenigsten angestellt, dass man sich hier Namen anzeigen kann. Allerdings kann man diese besonderen Werhyänen-Boss-Typen daran erkennen, dass sie nicht nur größer sind, sie haben auch grüne Augen. Ihr seht es hier jetzt zum Beispiel vor uns. Das hier ist jetzt einer dieser beiden Boss-Typen. Er hat typisch grün leuchtende Augen. Die typische Werhyäne hingegen hat orangene Augen und ist auch ein ganzes Stückchen kleiner. Leider ist die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Werhyäne hier erscheint, relativ selten. Sie besteht nur zu 25%. Das heißt, wenn ihr hier hinkommt und an dieser Stelle steht eine normale Hyäne, tötet die oder kommt zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wieder, und lediglich bei einer Wahrscheinlichkeit zu 1 zu 4, also ein Viertel, beziehungsweise 25%, steht dann so ein Boss hier. Natürlich können wir diesen Boss dann auch einfach töten. So, ich habe jetzt den Schaden natürlich auf Maximum stehen, daher ging das jetzt relativ leicht, und wir haben Glück, zu 100% ist immer irgendeine Waffe dabei, in dem Fall jetzt die Bestienklauen. Ich habe mir die Waffen bzw. die Werkzeuge, die diese Boss-Typen bereits droppen können, bereits rausgeholt, und wir gucken sie uns einmal an. Die Bestienklauen, welche jetzt gerade gedroppt wurden. Klauen, die den Zorn der Bestie entfesseln. Gesundheitsschaden 53 Punkte. Dazu sei angemerkt, wenn wir uns die Klauen des Jabal Zahak aus dem T3-Tempel craften lassen, hat diese Variation nur 51 Gesundheitsschaden. Rüstungsdurchdringung 9%. Eine legendäre Waffe, die 1350 Haltbarkeitspunkte hat, bei einem Gewicht von 3,5 Gewichtunzen. Gucken, was sagen die Informationen. Ein Mann aus Turan musste wahrhaftig wissen, wie ein Panther zuschlägt. Nein, es war einer der Waldteufel, die sogar Zahak gerufen hat, um Rache für ihn zu üben, aus jenseits des Schwarzen Flusses. Rüstest du diesen Gegenstand aus, färbt sich die Welt rot. Die Macht von Jabal Zahak erhebt sich und das Tier übernimmt die Kontrolle. Diese Gegenstände ermöglichen neue Bewegungskombinationen und ein Krieger wird im Kampf zu einer wilden Bestie. Schauen wir sie uns mal in Aktion an. So, wir nehmen die typische Form an, wie auch bei den Jabal Zahak Clown. Es ist die gleiche Textur, es ist die gleiche Art und Weise, wie man sich bewegt. Man sieht es, wir bewegen uns jetzt nur noch geduckt. Wir können auch dementsprechend laufen. Seitenläufe sind nicht mehr direkt möglich und die Angriffe sind die gleichen. Natürlich ist es hier immer noch nach wie vor so, dass mein Schaden, wie gesagt, nach wie vor auf Maximum steht. Daher ist dieser Schaden jetzt nicht
gleichbedeutend mit dem Schaden, den ihr haben werdet. Allerdings werden diese Dolche, diese Klauen auch als Dolchwaffen geführt. Die zweite Variation, die droppen kann, wenn wir diesen Bossgegner töten, ist das sogenannte Verhängnis oder Doom im Englischen. Ein massiver Hammer aus blutverkrusteten Obsidian. Gesundheitsschaden 55 Punkte, Rüstungsdurchdringung 29%. Es ist eine legendäre Waffe, die gegnerische Körperteile abtrennt und einen zusätzlichen kritischen Treffer verursacht. Haltbarkeit 2400 Haltbarkeitspunkte Gewicht bei einem Gewicht von 5,25 Unzen Gewicht. Info. Dieser Hammer ist aufgrund seiner Bauweise eine unglaublich tödliche Waffe. Er dient der Zerstörung lebenswichtiger Organe und Knochen mit wuchtigen Hieben. Ab und an sind diese Hiebe derart zerstörerisch, dass der Gegner unweigerlich sein Leben aushaucht, wenn er nicht geheilt wird. Ja, das ist die Zusatzbalance für die kritischen Treffer. Schauen wir uns das mal an. So, das ist er, ein schöner Zweihandhammer. Erinnert ein wenig an die Schwarzherzwerkzeuge, die wir im Osten erhalten konnten. Schauen wir uns einfach mal an. Natürlich ist der Schaden Maximum, das heißt, dieser Gegner fällt sofort um. Aber wir kennen diese Art und Weise, wie diese Waffe geschwungen wird, auch von anderen Zweihandhammern. So. Als letztes wird der Schlund der Hyäne gedroppt. Der Schlund der Hyäne ist keine Waffe, sie ist ein Werkzeug und zwar ein Hackmesser. Ein von Jabalzarg gesegneter Hackmesser. Gesundheitsschaden, ein Punkt, wie bei allen Werkzeugen, das kennt man bereits. Rüstungsdurchdringung, 0%. Legendäres Werkzeug, das der Schlachtung dient. Dieses Werkzeug hat 900 Haltbarkeitspunkten bei einem Gewicht von 3,5 Unzen. Info. Jäger in der Wildnis nutzen jedes Hilfsmittel, um ihre erlegte Beute auszuweiten. Wobei das Ergebnis nicht selten alles andere als perfekt ist. Ein Hackmesser mit dem Schlachterfleisch, Muskeln, Sehnen und Knochen durchtrennen, erleichtern das Ablösen von Fleisch, von Knochen und jeder erlegten Kreatur. Außerdem trennt es Köpfe von Rumpf, ohne diese zu beschädigen. Versuche nur nicht, es als Waffe einzusetzen. Der Schlund der Hyäne. Wir wissen bereits, es ist ein Hackmesser und dementsprechend ist es natürlich da, um Fleisch aus den Gegnern zu gewinnen. So, und das waren die drei neuen Gegenstände gewesen, die wir hier bei diesem Gegner in der Mitte der Arena haben können. Wie gesagt, dass dieser Arena Boss erscheint, ist relativ selten, lediglich 25%ige Wahrscheinlichkeit. Laut meinen Informationen, es kann natürlich auch jederzeit von Funcom anders eingestellt werden. Allerdings im Moment sind es lediglich 25%. Dafür hat dieser Gegner, egal ob es Variation 1 oder Variation 2 ist, Rookie oder Claw von den Namen, eine 100%ige Drop-Chance auf einen dieser drei Gegenstände. Entweder die Bestienklauen, das Verhängnis, also eine legendäre Waffe, oder aber dem Schlund der Hyäne. Ja, Freunde, und das war es auch schon gewesen. Ich hoffe, euch hat dieser Guide gefallen. Verzagt nicht, wenn nicht einer der Bossgegner in eurem Spiel dort auftaucht. Tötet die normale Wehrhyäne, beziehungsweise kommt einfach später nochmal vorbei und dann dürfte die Wahrscheinlichkeit vorhanden sein, dass einer dieser Bossgegner da ist. Solltet ihr ihn nicht direkt töten, verzagt nicht, probiert es einfach später noch einmal und irgendwann wird auch euch das Glück hold sein. Ansonsten einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich euch. Denkt dran, Support ist kein Mord. Unterstützt mich und meinen Kanal, wenn euch diese Folge gefallen hat. Ansonsten einen wunderschönen Dienstagnachmittag. Haltet die Ohren steif, macht es gut. Bis später denn. Ciao, ciao.